Wer andere mitfühlt, braucht weniger Worte für sich selbst, entwickelt einfacher Zuneigung und Verständnis für Themen und Menschen. Gefühle ausdrücken zu können, beeinflusst, wie gut wir Beziehungen eingehen und mit anderen kommunizieren können. Dazu zählt auch, anderen offen und klar zeigen zu können, was in uns los ist, wenn wir uns zum Beispiel unsicher fühlen, Widerwillen, Unverständnis oder die Angst, missverstanden zu werden, die Kontrolle zu verlieren oder für die eigene Ehrlichkeit verletzt zu werden. Es gibt auch Menschen, denen es schwerfällt, eine Verbindung zu ihrem Inneren herzustellen. Alexithymie gilt als äußerste Form, keinen Zugang zu den eigenen Gefühlen zu haben. Ebenso gibt es Menschen, die von ihren Gefühlen schier überrollt werden. Und es gibt wieder andere, die das, was ich hier zu beschreiben versuche, nicht fühlen, nicht formulieren oder öffentlich aussprechen können.